herzlich willkommen zum Thema Pflanzenvermehrung, Bonsai. Ja, das, was wir heute sehen werden, ist eigentlich für beide Sachen, denn wenn wir uns einen Bonsai heranziehen möchten oder eine Pflanze, müssen wir irgendwo anfangen. Ja, und diesmal haben wir mit einem Steckling angefangen und dort können wir uns natürlich eine richtig schöne große Pflanze heranziehen oder aber auch einen Bonsai. Auch das ist durchaus möglich. Und von daher, ja, bleibt das mit Sicherheit sehr interessant zu sehen, was wir gemacht haben. Oder es ist interessant zu sehen, was wir gemacht haben. Die Geschichte beginnt letztes Jahr im August. Dort haben wir Stecklinge von Forsythien gemacht. Und wie wir das gemacht haben, das sehen wir jetzt. Und im Anschluss, ja, sehen wir uns dann auch nochmal wieder und quatschen noch mal ein bisschen. Pflanze bekommen. So, jetzt haben wir mal kurz die Birken, die wollte ich noch mal so kurz gezeigt haben. Die sehen jetzt so aus. Also entwickeln sich prächtig mächtig, stehen in voller Sonne. Und dann haben wir hier eine Forsythie, die wir auch gemeinsam eingepflanzt haben. Und hier wachsen mittlerweile unten die Wurzeln schon aus dem Topf heraus. Ich werde ihn allerdings nicht umtopfen, denn ich möchte die Forsythie klein behalten. Das heißt also, ich werde sie jetzt noch nicht, später mal zurückschneiden. Wie gesagt, das sollte mal ein Bonsai werden oder etwas in der Richtung. Von daher kann der ruhig hier erstmal noch drin bleiben. Geht es auch gut, also von daher denke ich mal, lassen wir ihn noch drin, schneiden ihn bei gegebener Zeit einmal zurück und dann geht es mit dem Kandidaten weiter. Ja, warum ich den jetzt gezeigt habe, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, hier steht eine Forsythie, eine Säulenforsythie, die im Frühjahr wunderbar geblüht hat. Ich habe sie jetzt dieses Jahr einmal zurückgeschnitten, sie ist noch wieder ausgetrieben, oder sie ist wieder ausgetrieben, nicht noch wieder ausgetrieben. Und ich möchte mir hier von ein paar Stecklinge schneiden, denn auch jetzt müssen wir sie wieder zurückschneiden, weil die soll ja schlank bleiben, soll ja eine Säule bleiben. Und das, was wir uns abschneiden, machen wir Stecklinge von. Das zeige ich nur ganz kurz jetzt einmal, wie ich das mache. Und das Ganze hat den Sinn, ich möchte mir ja im Prinzip eine Bonsai-Hecke heranziehen. Hört sich komisch an, ich weiß. Aber ich werde dann irgendwann mal eine Schale machen, eine schlanke Schale, eine lange Schale. Und dort pflanzen wir ganz viele Forsythien rein. Und die halten wir dann einfach kurz und klein und haben dann eine kleine Bonsai-Hecke. Ob das funktioniert oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, es müsste eigentlich funktionieren. Auf jeden Fall fände ich das total cool. Vor allen Dingen im Frühjahr, wenn die Pflanzen dann schon etwas älter sind, dann blühen die natürlich auch. Und das sieht mit Sicherheit richtig geil aus, wenn man lange, schmale, kleine Hecke hat. Und die dann wunderbar im Frühjahr gelb blüht. So, machen wir jetzt mal eben kurz die Stecklinge, aber nur ganz kurz. Dazu wählen wir uns jetzt die kräftigsten Triebe aus. Hier im unteren Bereich sind die schon ausgereift. Im oberen Bereich sind sie noch etwas weich, aber hier aus dem unteren Bereich können wir zum Steckling machen. Und den schneiden wir so nah wie möglich an der Basis ab, wo er schon mal abgeschnitten wurde. Ganz einfach, weil wir das Ganze ja schlank haben wollen. Und ich zeige das jetzt einfach so mal. Die unteren Blätter ziehen wir einfach ab. Und dann haben wir jetzt etwa einen fingerlangen Steckling. Und den schneiden wir oberhalb des ersten Blattpaares hier ab. Und so können wir den einstecken. Wir können die oberen Blätter komplett dran lassen, weil sie sehr klein sind. Und ansonsten, wenn sie größer sind, kann man sie auch einkürzen. Aber die können wir jetzt tatsächlich so lassen, wie sie sind. Ja, das war es im Prinzip. Und wie gesagt, alles, was kräftig gewachsen ist, nehmen wir uns jetzt heraus, um sie dann zu neuen Pflanzen heranzuziehen. Ich habe jetzt Kokoserde eingefüllt in dieses Schälchen hier. Das sollte schon relativ hoch sein, damit sich hier ausreichend Wurzeln entwickeln können. Und uns die Erde nicht so schnell austrocknet, in dem Fall auch. Leicht andrücken das Ganze. Dann feuchten wir das einmal kurz an. Nicht zu viel, nicht dass es pitschepatsche nass ist. Und dann nehmen wir uns die Stecklinge und stecken die einfach fast bis auf den Grund oder bis auf den Grund im Prinzip hinein, drücken die ganz leicht an. Wenn man sich solche Stecklinge heranzieht, sollte man nach Möglichkeit sich Pflanzen aussuchen, die wirklich wunderschön blühen, denn die Forsythien blühen unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Sorten. Wir haben jetzt eine wunderschöne Sorte hier. Das haben wir auch im Frühjahr gesehen, als ich sie einmal kurz gezeigt hatte, wie sie geblüht hat. So ist das, wenn man draußen filmt. Sonne an, Sonne aus. Jede Menge Wolken am Himmel, aber auch Wolkenlücken. Von daher lässt sich das heute nicht vermeiden. Sorry dafür, aber das ist halt Natur. Und wir haben jetzt hier viele Stecklinge, die ja relativ dünn sind, also nicht ganz so dicke Stecklinge. Das hat den Vorteil, dass die Pflanzen dann auch nicht ganz so stark wachsen, was sie auch nicht sollen. Jetzt habe ich hier noch einen dicken Steckling übrig, den stecke ich einfach noch in die Mitte mit rein. Ja, das war es im Prinzip. Kurz etwas anfeuchten und dann kommt dort ein Deckel drauf oder gegebenenfalls, wenn das nicht gegeben ist, wenn man das nicht hat, dann kann man das Ganze auch in eine Tüte packen. Natürlich aufpassen, dass wir hier die Blätter nicht mit reinpacken auf den Deckel. Geht das so? Nicht so wirklich. Nee, also ich packe das dann doch in eine Tüte.
Ich habe die jetzt nicht in die Tüte reinbekommen, also habe ich die Tüte oben drüber gestülpt. Das hat noch so eben funktioniert. Allerdings müssen wir jetzt gucken, dass wir hier oben auch Luft hereinbekommen zum Lüften. Also werde ich mir hier oben die Tüte aufschneiden, damit wir, wie gesagt, das Ganze auch lüften können. So, das hat schon mal geklappt. Also können wir hier oben auch öffnen und schließen. Und zum Schließen nehmen wir uns jetzt einfach wieder Wäscheklammern und befestigen das Ganze in 3 Punkten. Das ist vollkommen ausreichend. Jetzt kann man das Ganze ein bisschen umklappen. Und so haben wir dann jetzt hier ja, ein kleines Mini-Gewächshaus. Kommt natürlich absonnig, auch nicht ganz so warm. Ja, was heißt nicht ganz so warm? Also 25 Grad bis 28 Grad, 30 Grad wird es vielleicht schon ein bisschen kritisch. Zu heiß sollten Stecklinge nicht stehen. Von daher werde ich sie im Moment erstmal im Haus lassen, denn es wird jetzt wieder warm draußen. Wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird, also wenn wir tagsüber so 20, 24 Grad haben, kann er wieder nach draußen, können die Stecklinge nach draußen. Allerdings absonnig. Ja, und wie gesagt, ab und zu mal lüften ist ganz, ganz wichtig. Und wie es weitergeht. Ja, heute gibt es etwas Überraschendes, und zwar die Forsythien-Stecklinge, die wir vor kurzem gemacht haben. Ich habe jeden Tag reingeguckt und drunter geguckt, und heute hat sich tatsächlich was getan. Das werden wir uns gleich etwas näher ansehen. Mal sehen, ob wir das jetzt so hinbekommen filmtechnisch. Ich werde die Tüte jetzt erstmal abnehmen. Die haben wir hier einfach drüber gezogen und oben aufgeschnitten, damit wir das Ganze auch lüften können. So sehen die Stecklinge jetzt aus. Kräftig noch. Also hier ist jetzt irgendwie nichts, was kaputt geht, was verfault. Und es ist also wirklich von Vorteil, wenn man das Ganze abgeschlossen hat, denn dann bildet sich auch so schnell kein Schimmel. Ja, das sind Erfahrungswerte. Jetzt schauen wir einfach mal, was hat sich hier getan. Ich hoffe, dass wir jetzt Glück haben, gleich am Anfang einen bekommen, wo dann auch schon Wurzeln dran sind. Das Ganze mal ein bisschen anheben, vorsichtig. Ganz vorsichtig herausziehen, und ja, tatsächlich, man kann hier tatsächlich schon Wurzeln erkennen. Ich werde den ganzen jetzt wieder einpflanzen hier, denn wir brauchen die Pflanzen ja, um uns später davon eine Hecke heranzuziehen. Schon mal vorsichtig ins Loch rein, ganz leicht andrücken nur, und dann decken wir die Geschichte gleich wieder mit der Tüte ab. 2 Wochen hat das jetzt gedauert, bis die Stecklinge angefangen haben, Wurzeln zu machen. Haben noch nicht alle Wurzeln, aber es fängt jetzt an nach 2 Wochen. Und die stehen am Ostfenster jetzt auch noch hier in der Tüte. Einmal am Tag gucke ich da rein, logischerweise sowieso, um zu sehen, wie es da drin aussieht. Und dementsprechend wird das dann einmal kurz gelüftet. Ja, und Sonne bekommen sie etwa 1 Stunde, wobei am Ostfenster das etwas länger ist, also von der Zeit her, wo die Sonne dort hereinscheint. Dann tue ich dort etwas Vorhängen, ein helles T-Shirt oder dergleichen, dass die also nicht zu viel Sonne bekommen, und wir sehen, es hat wunderbar funktioniert. Komischerweise, das hatte ich glaube ich auch schon mal im Film erwähnt, als wir die Forsythien-Stecklinge gemacht haben, machen die besser Wurzeln also zum Herbst hin, Sommer, Herbst, als im zeitigen Frühjahr oder dergleichen. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass die Pflanzen ja einfach jede Menge Reservestoffe in den Blättern haben, die sie dann ja auch wiederum für die Wurzelbildung benutzen können. Das ist so eine Theorie. Also ich habe das schon oft so gehabt, dass also im Herbst, Sommer, Spätsommer, Herbst die Sachen wesentlich schneller bewurzeln. Das Problem dabei ist natürlich, die Sachen zu überwintern. Bei den Forsythien wird es kein Problem sein. Also die sind da etwas härter im Nehmen als andere Pflanzen. Ich gehe davon aus, dass die auch Minusgrade ab können. Soll es zu kalt werden, packen wir das Ganze einfach in der Garage. Dazu brauchen wir nicht mal Licht, weil wenn die Blätter weg sind, brauchen die auch keine Photosynthese machen im Winter. Von daher ist das dann nicht so wild. Ja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ausreichend Pflanzen, um uns eine Miniaturhecke heranzuziehen. Zumindest war das der Plan der ganzen Sache. Schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Ich blende mal kurz. Auch wenn der Film jetzt etwas länger geworden ist, ich muss einfach alles zeigen, was wir gemacht haben, damit man das Ganze nachvollziehen kann. Auch das hier ist eine Forsythie, aus der wir einen Bonsai gestaltet haben, allerdings nicht aus einem Steckling, sondern schon aus einer größeren Pflanze, die wir dann halt wieder reduziert haben. Aber nichtsdestotrotz, vom Steckling zum Bonsai durchaus möglich. Ja, wie sehen die Kandidaten denn heute aus? So, man kann jetzt nicht sehr viel erkennen, ich zeige euch das gleich nochmal in Nahaufnahme. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie standen den ganzen
Herbst, Winter, bis jetzt draußen. Ich habe sie jetzt 3 Tage im Haus, weil ich sie schon vor 3 Tagen filmen wollte. Hat irgendwie nicht funktioniert, habe ich nicht hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz kommen die dann jetzt anschließend auch wieder nach draußen. Denn die sollen jetzt nicht im Haus wachsen. Das raubt ihnen zu viel Kraft, weil es einfach zu warm ist hier drin. Und draußen ist doch noch relativ kühl. Und ich möchte sie mir nicht im Haus großziehen, sondern draußen. Das heißt, klar, sie kommen wieder nach draußen. Das nur nebenbei gesagt. Also man kann aus Forsythien eine ganze Menge machen. Nicht nur Sträucher, Säulen, sondern auch Bonsai. Und Bonsai, das hier ist ein Kapokbonsai. Bäumchen, den wir schon in Vorbereitung haben zum Bonsai. Und ja, ich glaube, den werden wir morgen herausnehmen und zum Bonsai weiter vorbereiten. Denn der Kandidat ist mittlerweile gut durchwurzelt hier, ist nach dem letzten Rückschnitt, wir haben schon 2-mal zurückgeschnitten, richtig gut gewachsen, hat auch ein kräftiges, dickes Stämmchen bekommen mittlerweile. Der oberste Haupttrieb wächst sehr stark dominant. Den werden wir wieder reduzieren, aber das zeige ich euch dann morgen. Ja, ich zeige euch mal eben die kleinen Stecklinge der Forsythie in der Aufnahme. So sehen die Stecklinge heute aus. Man sieht, einer ist tatsächlich sogar schon am Blühen. Das finde ich richtig cool. Ja, dann hat man Stecklinge halt, die auch schon am Blühen sind. Standen halt den ganzen Winter draußen, wie gesagt, absonnig. Und von daher hat das Ganze sehr gut funktioniert. Und sie wachsen schon, kommen jetzt aber, wie gesagt, schon wieder nach draußen. Denn ich möchte sie jetzt nicht zu sehr austreiben lassen. Denn dann kann es durchaus sein, dass die kleinen frischen Triebe später ein bisschen leiden. Denn ja, die schießen dann halt zu dolle. Und sie sollen ja auch draußen groß werden und nicht im Haus. In diesem Falle jetzt auf jeden Fall. Ja, das ist eine coole Sache. Vom Steckling zum Bonsai wird noch eine lange Geschichte, aber man sieht, es lohnt sich dann auch im August bzw. Spätsommer dementsprechend dann Stecklinge zu machen und sie sind ganz einfach über den Winter zu bekommen. Von daher, ja, eine coole Sache, coole Erkenntnis. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir weiter vor? Sie kommen, wie gesagt, nach draußen, werden noch nicht gedüngt. Wir düngen sie erst, wenn sie richtig im Wachstum sind. Das wird also bei Temperaturen um über 10 Grad, denke ich mal, passieren. Und wenn sie dann so 2, 3 kräftige Blätter haben, dann fangen wir auch verhalten an zu düngen. Und wir lassen sie erst ein bisschen wachsen hier drin noch und nehmen sie dann heraus, wenn ja die ersten Blätter ausgereift sind, so dass wir das Ganze auch wieder zurückschneiden können. Dann topfen wir sie um und ich denke mal, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann gerne dabei sein. Allerdings müsst ihr auch gucken, dass ihr keine Folge in dem Sinne verpasst. Ansonsten habt ihr Pech gehabt in dem Sinne, lol. Ja, so ist das nun mal. Mehr gibt es jetzt nicht dazu zu sagen zu den Forsythien, außer wie gesagt, auch die Bonsai stehen den ganzen Winter draußen. Auch die standen im Frost und das hat ihnen überhaupt nichts ausgemacht. Die sind so unempfindlich, diese Pflanzen, also für Anfänger ist die Forsythie entweder als Strauch, Pflanze, wie auch immer, und vor allen Dingen als Bonsai wirklich gut geeignet. So, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich über diesen Pott wundern, den er noch nicht gesehen hat. Den haben wir damals aus Beton und Fiberterm hergestellt, diese, ja, soll man sagen, Vase in dem Sinne nicht, sind ja Löcher unten drin. Aber dieses Behältnis hier für diesen Bonsai speziell angefertigt, wobei ich überlege, ob ich ihn noch dieses Jahr rausnehme. Denn die Wurzeln sind doch mächtig gewachsen, auch im inneren Bereich. Das heißt, im Klartext, irgendwann wird das Ganze so fest verwachsen sein, dass es schwierig wird, den hier rauszuholen. Da habe ich mir damals keine Gedanken drüber gemacht, denn im Klartext, ich müsste irgendwie gucken, dass ich den hier wieder rausbekomme. Es kann sein, dass das so fest verwurzelt ist, dass ich den ganzen Pott kaputt kloppen muss. Ja, das ist so eine Sache, wie gesagt, das ist halt Lernen, nicht wahr? Machen und dann irgendwann weiß man, was man falsch gemacht hat oder auch nicht. Ich bin gespannt, ob wir ihn so einfach herausbekommen. Wir werden ihn gemeinsam herausnehmen, dieses Jahr auf jeden Fall, im Frühjahr jetzt, möglichst noch vorm richtigen Austrieb. Wenn er blüht, blühen kann er ruhig und dann können wir ihn herausholen, weil die blüht ja erst die Position, dann fängt sie an, grüne Blätter zu machen. Aber das, auch das sehen wir dann bei gegebener Zeit. Und wer Interesse jetzt hat, sich denkt, boah, wie kann ich denn so eine Schale selber herstellen? Man kann vielfältig, auch im ersten Clip vorhin habt ihr gesehen, die Forsythie, die in dieser Schale stand, auch die ist aus Beton hergestellt, selber hergestellt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mal dort reinschauen. Ich werde euch die Playlist hier oben irgendwo oder unten verlinken. Dann könnt ihr die Playlist mal reingucken. Dort sind einige interessante Geschichten, wie wir solche Schalen selber hergestellt haben. Ja, meine Güte, es bleibt spannend, aufregend. Es ist viel zu tun mit dem Kapok. Ich hoffe, dass ich das morgen hinbekomme. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in einem der nächsten Filme. Denn ich habe noch einiges zu zeigen. Von daher, naja, werden wir uns morgen auf jeden Fall wiedersehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Pflanzen. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen zurückblicken in die ganze Serie. Denn es sind mittlerweile doch einige Filme, wo man dann auch mal zurückschauen kann, was ist denn eigentlich damals alles so passiert und wie ist das Ganze, eigentlich hat sich das Ganze entwickelt mit den Pflanzen. Mann, 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 ist das spannend. So, bis denne. Ciao, ciao. Ja, bis morgen halt, ne? Lalalala.